Alle gehen weg. Habt ihr jetzt bezahlt? Denke. Muss halt die richtigen Leute für Among Us haben und dann hatten die anderen keinen Bock mehr, okay. Es ist schwierig. Cyberpunk haben sie verschoben, ne? Was kommt jetzt als nächstes? Assassin's Creed Valhalla? Weiß ich aber nicht, ob man das spielen will. Das ist halt das Rad nicht neu erfunden, ne? Nur halt das dritte Mal neu bereift. Vielleicht ist das Setting jetzt ein bisschen geiler, musst ein bisschen deine eigene Stadt so ausbauen. Was ist noch so? Ich weiß auch nicht, ob du so eine Spiele magst, die so RPG-Elemente drin haben, ne? Kampf fertig und dann steht er wieder wie eine Säule. Willst du alles nicht, was das kommt? Naja, bei Division, das war ja ein Schuss in den Ofen, ne? Zwei hat dir ja gar nicht gefallen. Hier ist das Geld, Boss. Gute Arbeit. Hier ist dein Anteil. Wie du das mit Bill geregelt hast, beeindruckend. Steve hätte sich beinahe eine blutige Nase geholt, als er sich mit ihm angelegt hat. Oder, Steve? Sicher, Derek. Hier ist eine Sondergratifikation. Danke, sicher, dafür, Derek, dass du den Kerl zur Raison gebracht hast. Jetzt verschwinde, Jungchen. Ich muss wieder an die Arbeit. Und sag deiner Mama einen schönen Gruß von mir. Sag ihr, du bist ab sofort mein neuer Assistent. Ja, mach ich. Wir sehen uns. Tito, hätte ich fast vergessen. Joe hat eine Nachricht für dich. Du sollst ihn bei Freddy's treffen. Das war's für heute. Ganz ehrlich, ey. Wenn wir so schnell Kohle machen, ich hab jetzt $400 gemacht. 2000 abgezahlt, ruckzuck. Brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Division 2 ist nur noch eine Ubisoft-Einheitsbrei. Meine nächsten Spiele kommen wohl erst im Februar. Outriders, Werewolf, Lost Ark und Vampire. Das ist neue Watch Dogs, das ist genau das gleiche langweilige Superjahr. Ich habe halt überlegt, ob ich Watch Dogs spiele, weil ich Teil 1 und 2 gespielt habe. Allerdings ist meine bestellte RTX 3090 irgendwo, aber nicht auf dem Weg zu mir, ne? Das ist halt das Hauptproblem. Ich warte seit über einem Monat auf die Karte. Jetzt haben sie die... vielleicht die 3080 Ti angekündigt. Aber wer weiß, wann die kommt. Aktuell warte ich darauf, dass AMD ihre Karten bringen. Weil die mittlerweile ja gute Konkurrenz sind. Besser als eine 3080 auf jeden Fall, weil die mehr Arbeitsspeicher hat. Godfall zum Beispiel, habe ich gehört, braucht 12 GB Arbeitsspeicher, kriegt die RTX schon gar nicht mehr gebeutelt. 3090 würde, aber die ist eigentlich auch keine Zocker-Grafikkarte. Wenn man das mal so nimmt, ne? Die ist halt, du zahlst halt für 10, 15 Frames das Doppelte. Wir reden jetzt mal nicht von den Straßenpreisen, wir reden jetzt mal von den UVP-Preisen, ne? Ist halt ein bisschen blöd, ist es schon. Wollen Sie eine Waffe kaufen oder brauchen Sie nur Munition? Na Mensch, das ist ja eine Auswahl. Da weiß ich ja gar nicht, was ich zuerst nehmen soll. Mein Diensthandy klingelt schon wieder. Hört man das? Nee. Ich will immer... Hätte ich gar nicht das Geld für. Naja, wusste doch, ich gehe mal eine rauchen und schau noch ein bisschen vom Handy in die waagerechten aus. So, vielen, vielen Dank. Aber danke für deinen Raid, für deinen Support, für deine Leute, die du mitgebracht hast. Hast du es bald mal, Handy? Dann wünsche ich dir viel Spaß. Koala hat sich auch schon in die waagerechte begeben. Bis Densen im Lurk-Modus. Vielleicht gefällt dir auch Mafia. Das ist halt recht kurzes, knackiges Gameplay, ne? Mafia 1 glaube ich 15 Stunden, Mafia 2 weiß ich jetzt gerade nicht, aber... aber so ein Fesselspiel. Destiny ist wahrscheinlich auch nichts für dich. Weil das ist ja auch, Loot-Shooter und kein recht heftiger sogar.
Ja, das ist halt auch nur Farm hoch 10, ne? Outer Worlds kannst du vielleicht mal angucken. Weiß ich nicht, ob du das auf sowas stehst. So ein bisschen Borderlands-Stil. Fesselspiel muss ich gleich mal meiner Frau vorschlagen. Ja, pass auf, dass die nicht da raus ein Schlagstockspiel macht und dir erstmal eine reinbrät für den Vorschlag. Das ist halt immer schwierig, ne? Es gibt halt auch gute versteckte Perlen, so, ne? Aber die musst du halt auch erstmal finden, so, die du im Steam Sale vielleicht findest, die halt untergegangen sind. Ich habe mir da auch mal ein paar Games markiert, aber so richtig Zeit dafür hatte ich auch nicht, weil immer dann so ein angesagteres Spiel für mich in Reichweite kam. Oder wie mein Kumpel immer sagt, AAA-Gamer. Dann geh mal in den Lurk-Modus, mein Lieber. Wollen wir mal gucken, ob wir uns was Vernünftiges zu anziehen kaufen können? Hallo, ich hätte gerne was zum Anziehen. Tag, was darf es heute sein? Gibt es ja auch noch mehr Vorschauen? Das ist ja nur wirklich rot, schwarz, gelb. Dann brauner Regenmantel, dunkelbrauner Regenmantel, grauer Regenmantel. Ja, ist mir. Ich bin eher so ein sportlicher Typ, ne? Dann behalte ich lieber die Jacke an, du. Vor allem sind genau die gleichen Jacken. Das ist die gleiche Jacke, die ich anhab schon. Ich hab doch gar nicht eingekauft. Ich weiß auch nicht, wer hier so geparkt hat. Ich fahr das Ding mal weg hier, ne? Junge, lauf doch nicht über die Straße oder auf der Straße. Über kannst du schon laufen, ne? Über die Straße, aber nicht auf der Straße. Immer noch eine Fahrbahn. So. Hast du Polizeipräsenz auf jeden Fall hier? Hier liegt doch bestimmt auch irgendwie so ein Magazin rum, oder? Nein? Hey, wie geht's? Machen wir die Schubbox an hier, ne? Bessere Laune und so. Hey! Wo bleibst du denn, Alter? Bin gleich nach deinem Anruf los. Was gibt's denn? Weißt du noch die Mafiosi, die wir als Jungs oft gesehen haben? Ja, wieso? Der Typ, der gleich kommt, ist einer von denen. Sein Name ist Henry Tomasino. Ich glaube, er hat einen fetten Job für uns. Kein Scheiß? Ja, jetzt ist Schluss mit dem kleinen Kram. Jetzt machen wir endlich richtig Kohle. Ah, da kommt er. Red bloß kein Quatsch. Schau, Henry, alles klar? Hallo, Joe. Ist er das? Ja, das ist Vito. Ein alter Freund von mir. Freut mich, Mr. Tomasino. Du bürgst für ihn? Sicher, Henry. Ich leg die Hand für ihn ins Feuer. Okay, also ich habe einen Job für dich. Bringt gute Kohle. Ich brauche Benzinmarken. Die sind ein Vermögen wert, weil Sprit knapp ist. Woher kriegen wir die? Von der Preisaufsichtsbehörde. Das ist eine Bundesbehörde. Ist das nicht ein bisschen riskant? Was? Hast du die Hosen voll? Nein, nein, nein. Ich überlege nur, wie wir das einfädeln können. Ach, das wird ein Kinderspiel. Die Marken sind nachts im Safe deponiert, aber ich wette, der Schlüssel liegt irgendwo rum. Habt ihr jemanden da drin? Die Schwester von einem unserer Jungs. Sie ist dort Putzfrau. Kann die uns helfen? Frag sie doch selbst. Sie heißt Maria Agnello. Hier ist die Adresse. Grüß sie von mir. Gut, und der Safe? Was, wenn der Schlüssel nicht da ist? Das ist dein Problem. Was springt dabei raus? Ich zahl dir $600 pro 10.000 Gallonen Sprit in Marken. Okay, wir sind dabei. Nein, nein, das muss Vito allein erledigen. Für dich habe ich einen anderen Job. Also... Wie sieht's aus, Vito? Kein Problem. Hey, vergiss nicht, eine Knarre mitzunehmen. Man kann schließlich nie wissen, was passiert.
Vorsorge ist besser als Nachsehen. Kapisch? Moment mal, du überfällst hier keinen Schnapsladen. Der Job muss sauber ablaufen. Wenn der Alarm losgeht, gibt's nur ein Drittel der Kohle. Kapiert? Ja, alles klar. Kein Problem. Also komm wieder, wenn du die Marken hast. Dann ist Zahltag. Gut, bis später. Viel Glück, Vito. Alles kein Problem. Wieder so ein Sneaky-Job, wo ich nicht rumballern darf. Kriegen das schon hin. Kann nicht so schwer sein. Bis die Tage. Die Interaktion mit der Welt ist schon nice, ne? Das kann man nicht anders sagen. Das ist schon ein merklicher Unterschied im Gegensatz zu Mafia 1. Fällt gerade aus. Gut, I don't care, solange keine Polizei da ist. Muss der echt aufpassen, ne? Die Bullen sind hier ganz schön auf Zack. Kann ja auch nicht mal langsam anfahren, ne? Kannst du mal eine volle Hippe Gas geben. Ja, das gute alte Mafia 1 Gefühl. E drücken. Husebne, hallöchen. Vielen Dank für dein Follow und willkommen in der Community. Hallihallo. Das kommt ja out of nowhere. Mich ja direkt erschrocken. So, wie komme ich denn jetzt da hin? Gibt es den Hintereingang? Bestimmt, wa? Ja. Ach, ist das hier schon? Tatsache, das ging schnell. Ja, was gibt es denn? Ja, hallo, Ma'am. Henry Tomasino schickt mich. Er sagt, Sie könnten mir bei einem kleinen Problem helfen. In der Preisaufsichtsbehörde. Ja, habe ich schon gehört. Und was kann ich für dich tun? Ich muss heute Nacht da rein. Okay, ich mache dir einen Vorschlag. Meine Schwester ist gerade im Krankenhaus. Wenn du mich hinkutschierst, dann sage ich dir alles, was du wissen musst. Die Klinik ist gleich gegenüber von dem Amt. Ist also kein großer Umweg. Kein Problem. So, dann setzen wir dich mal ab, wa? Kommen Sie? Hätte auch vorne rausgehen können wahrscheinlich, ne? Hallo? Mann. Ob die klarkommt, frage ich mich. Jetzt echt? Lass nicht, fahr direkt hin. Also. Okay, dann los. Und rast nicht rum wie ein Wilder, ja? Ich weiß schon, wie ihr jungen Leute heute fahrt. Okay, hört zu. Der Vordereingang ist nachts verriegelt. Du musst also hinten rein. Der Hintereingang bleibt nachts offen? Nein, aber das Kellerfenster ist meistens offen. So kommst du unbemerkt rein. Du willst an den Safe, stimmt's? Ja, woher wissen Sie das? Hab nur geraten. Er steht im Obergeschoss. Dort ist auch das Büro des Direktors. Da findest du die Schlüssel. Okay, ich steige also hinten durch ein Fenster ein und dann geht's die Treppe rauf zum Büro vom Direktor. Richtig? Richtig. Und sei vorsichtig. Die haben da Nachtwächter. Lass dich nicht erwischen. Ich doch nicht. Guck mal, wie ich Auto fahren kann. So gut kann ich auch einbrechen. Aber, wenn man den Tempomat anhat, drehen die Räder wenigstens nicht durch, wenn man Gas gibt. Immerhin.
So, das ist wieder mein Gesicht, nicht erschrecken. Für die, die es noch nicht kennen. Macht das immer in der Regel aus, wenn irgendwelche Dialoge sind. Falls einer was nicht versteht, dass er es mitlesen kann. Doch der Grund, warum ich die Dialoge, Untertitel immer anhab. Weil manchmal kriegt man so ein bisschen was mit. Manchmal ist die Synchro nicht ganz gut, dann ist der Ton zu leise und dann kriegt man das wenigstens mit. Gefallen? Herr Fug? Dann kriegt man halt dann gleich wenigstens alles okay, mit, so, ne? Lass mich hier beim Krankenhaus raus. Das Amt ist gleich gegenüber. Also, danke fürs Mitnehmen, mein Junge. Danke, Maria. Man sieht sich. Scheiß aus. Job zu erledigen. Hier, wenn ich den Tempobegrenzer ausschalte, direkt durchdrehende Räder. So ist heftig. So, wo kann ich denn hier unauffällig parken, mein Junge? So, Kellerfenster, ja? Kamera shaked. Oh. Gott, ist das klapprig. Als Kellerfenster würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Das ist eher ein ganz normales Fenster und ein Keller ist es auch nicht. Aber da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, ne? So, wo sind wir denn? Your position? Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Jetzt lass mich in Ruhe mein Rätsel fertig machen. Ich drehe mal meine Runde. Lass dich nicht aufhalten. Macht seine Runde. Ich hoffe, er kommt nicht hierher. Aber wo sind denn die Toiletten? Ich. Warum komme ich nicht mit Karten klar? Das ist doch schlimm ist das. Irgendwo ist hier ein Elevator, das hier, ne? Ja, okay. Und dadurch die Tür. Office, Acting Chief. Direktor. Okay, ja, so schwer ist es nicht. Hier durch die Tür, dann ist die nächste links, ne? Dann oben irgendwo rechts. Hast du am Wochenende was vor? Ja. Steht doch genau einer neben mir, ne? Fernsehen. Du hast dir einen Fernseher gekauft? Hier oben. Allerdings. Mann, die Dinger kosten so viel wie ein ganzes Auto. Wie kannst du dir das bloß leisten? Marys Onkel Lou ist vor ein paar Monaten gestorben und hat uns ein bisschen Geld hinterlassen. Und du hast dir davon einen Fernseher gekauft. Ja, hat er richtig gemacht, der Junge. Heutzutage kauft man sich Grafikkarten statt ein Auto. So, rechts rum, ne? Würde ich jetzt behaupten. Kann ja mal gucken, vielleicht gibt es ja irgendwo noch was, was man einsammeln kann. Genau. Solltest das Ding mal sehen. 7 Zoll Schwarz-Weiß-Bildschirm kriegt alle drei Kanäle rein. Wow, das klingt ja toll. Was, du meinst, du kaufst dir keinen? Ich bleib bei meiner Zeitung und meinem Radio.
Dieses Fernsehen ist doch nur so eine Modeerscheinung. Man wird sehen. Ja, ja, was wird sie nicht dazu? Wird sie nicht durchsetzen. Auf jeden Fall nicht. Die hat ihn noch gar nicht gesehen. Ja, da wird die Frau sich aber freuen, wenn du einfach von für 5000 Dollar einen Fernseher kaufst, mein Kollege. Fällt nicht auf, dass hier die Tür offen ist, ne? Das hört ich gar nicht. Habe ich den direkt getötet? Willst du mich verarschen? Gut, also ich versuche mal keine Unschuldigen weiter zu töten. Unbelastend. Und die auch immer umbringt direkt, ne? Für mich war das jetzt eher bewusstlos. Irgend. Wenn doch keine Playboy-Zeitschriften rumliegen, wo eher auf dem Männerklo, wenn dann. Den schief. Und was haben wir hier? Nichts von Bedeutung. Ach, guck mal an. Die Tochter wahrscheinlich, war? Und die Frau? Also Stromrechnung. Ich lass einfach das Licht an. Ding bei diesen Spielen mit Collectibles, ne? This is the enemy. Japaners. Oh. Hier läuft noch einer rum. Genau falsch gelaufen, ne? Ich muss auf die... Hier auf die andere Seite? Mann, hier der Balkon. Ah, ich bin auf der falschen Seite, ich Idiot. Ah, okay. Nice. Nice to know, dass es funktioniert. Also mehrere Pistolen mitschleppen. Macht jetzt eine große Runde? Wahrscheinlich, ne? Okay, er dreht um. Nein, er dreht sich wieder zurück. Jetzt in eine andere Richtung. Balkon. Okay, das ist das Büro vom Direktor. Hier müsste der Schlüssel sein. Richtig doof, ne? Ich will nicht so viele umbringen, sagte er und brachte trotzdem den zweiten um. Asche auf mein Haupt. Okay, das Spiel ist nicht dafür ausgelegt, dass man eine Leiche gleichzeitig zieht und eine Tür öffnet. So ein bisschen was von Hitman, ne? Ich will mal gucken, ob ich irgendwo hier...
Sind wir im dritten oder im vierten Kapitel? Geht das irgendwo? Nö. Wenn wir noch im dritten sind, dann werden wir jetzt wohl nichts mehr finden, weil wir haben ja schon einen Playboy gefunden. Ups. Keiner gehört. Aha! Ich mach mal hier den Mauscursor drüber, ne? Wegen Zensur und so. So, wo ist der Schlüssel? Er liegt einfach auf dem Tisch. Hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. Für den Safe und Stil die Marken ist genau gegenüber. Sie sehen Bild wahrscheinlich. Oder einfach einen Raum weiter. Verdammt! Ach so, da muss ich gucken. Ich war der Meinung, ich hätte den Schlüssel, aber ich habe nur den Tresorschlüssel. Oder lol. Mit Alarm. Das wird doch schief gehen. Ist doch. Na gut, dass ich die anderen schon mal um die Ecke gebracht habe. Ja, das gibt dann wohl nur die Hälfte des Geldes, ne? Gelaufen. Komme ich irgendwie runter? So? Einfach runterspringen. Und drei Leute umgebracht, Mensch. Ganz unauffällig. Tü, tü, tü. Hat er nicht gesehen, dass ich über Rot gefahren bin. Tschüss. Es lief doch besser als gedacht. Wir haben uns zwar auch nicht mit Ruhm bekleckert. Also Koala, wenn du das ja siehst, wenn dir Mafia 1 Spaß gemacht hat, dann wird dir Mafia 2 wahrscheinlich noch mehr Spaß machen.